So Leute, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Donkey Kong Country Returns 3D. Im letzten Part haben wir mich zu gleichen Teilen mit Ruhm und Schande bekleckert. Am Anfang das K-Level und das Boss-Level liefen wunderbar. Dann kam dieses Level und ich vermasselte es, 4 Puzzleteile zu holen und habe das Level dann nochmal mit euch gespielt. Und da habe gefailt und geflucht und geweint und geschreit. Aber deswegen hat der letzte Part auch Überlänge. Und nun geht es auf antiken Waden. Hoffen wir, dass ich mich dort besser anstelle. Aber ich sehe keine positiven Aussichten. Keine rosigen Aussichten in dieser Hinsicht. Aber mal schauen, vielleicht überrasche ich mich selbst. Ich weiß es noch nicht, aber vielleicht überrasche ich mich ja selbst. Hoffe einfach, dass ich es kann. Hier gibt es doch direkt mal ein Puzzleteil, oder? Nicht hier, aber rollen wir noch ein bisschen rein. Und dann gibt es hier einen Bonusraum, der da einer der einfacheren wäre. Naja, mehr oder weniger einfach. Je nachdem, wie ich mich anstelle, ne? Ja, ja. Machen wir gut. Ja, ist ein bisschen blöd, aber lassen wir uns einfach nochmal zurückkutschieren. Wir haben noch Zeit. Wir haben noch Zeit. Mit Zeit kommt Rad. Nu. Mit Zeit kommt Rad und hat noch sogar 3 Sekunden übrig. Also, Illimili. Illimili Vanilli. Ich glaube, aber der Rest des Levels wird nicht billig, wenn ich da oben schon die Lore sehe, vor allen Dingen nicht. Ach hey. Das ist ja großartig. DK, könntest du vielleicht bitte aus der Motsche raus und nicht gleich wieder einmotschen? Ein Lorenlevel. Ja, wundervoll. Na, hoffen wir, dass es nicht allzu schwer wird. Haha, das rede ich mir ein. Ein Lorenlevel in einer der letzten Welten oder in der 6. Welt. Denke ich eigentlich, was ich hier spiele. Kirby? Ne, Donkey Kong. Das Level wird gnadenlos schwer sein. Aber bisher stelle ich mich ordentlich an. Hoffen wir, dass es weiter so läuft. Versprechen will ich da gar nichts. Aber bisher sieht es gut aus, was ich hier mache, oder? Bisher sieht es gut aus. Einigermaßen. Wir haben auch mal einen Checkpoint. Das ist ja herzallerliebst. Der herzallerliebst, dass mir auch ein Checkpoint gewährt wird. Und noch ein weiteres Puzzleteil, aber erst das zweite. Macht mir ein bisschen Angst. Wenn ich wieder Puzzleteile suchen müssen. Aber wenn es passiert, passiert es halt. Und wir sind schon beim G. Wenn ich Puzzleteile suchen müssen. Brennt es. Aber wo sollen die denn sein? Ich meine, das Level ist ja doch relativ linear durch die Lore irgendwie. Von daher kann es ja nicht an allzu vielen Stellen sein. Hier haben wir noch ein Puzzleteil, welches mal gekonnt verpasse. Aber ganz gekonnt daneben gesprungen, ne? Irgendwie. Als wäre es gewollt, dass ich daneben springe. N ist ja aber auch fies. Das N ist ein bisschen böse, aber man muss eigentlich nur den Sprung richtig timen, dann geht's. Dann geht's. Also so böse ist es gar nicht. Was rede ich hier eigentlich schon wieder? Das war aber doof. Das war doof von mir. Aber halb so wild, ne? Halb so wild. Ja, bisher habe ich mich doch eigentlich ganz in Ordnung angestellt, würde ich mal behaupten. Ja, aber die Frage ist, also die Puzzleteilfrage beschäftigt mich ja doch gerade. Also eins wissen wir ja noch. Dann wird gegen Ende noch eins sein und dann? Ich weiß auch nicht, wie lange dieses Level hier gehen soll. Ob wir schon eins verpasst haben oder nicht, sagt euch dann die Endstatistik? Vermutlich am ehesten noch. Ich werde es euch nicht sagen können. Also doch, werde ich euch sagen können, aber nicht die auf direkten Wege, sage ich mal. Oh Gott, das Ei zerbricht. Yoshi, es tut mir leid, deiner Familie ihre Eier berauben musste. Was denn hier? Okay, wir sind am Ende der Lorenfahrt angekommen und scheinbar auch am Ende des Levels. Immerhin, hier ist noch ein Puzzleteil. Aber eins fehlt. Wo wird's sein? Ich habe keine Ahnung, aber ich werde es euch reinschneiden. Es wird witzig, in der Lorenfahrt das Puzzleteil reinzuschneiden. Muss ich mal schauen. Mich da eventuell bei dem Checkpoint dann freiwillig umbringe und ab da dann euch mitnehme, falls es denn vor dem, also hinter dem Checkpoint ist.
Also ich würde sagen, wir sehen uns in jedem Falle gleich wieder. Ich würde sagen, wir sehen uns sogar direkt wieder. Denn das Puzzleteil befindet sich relativ am Start. Das heißt, ich kann euch, sagen wir mal, das nicht gut reinschneiden. Halt ohne das... Ah, Codierung überlastet. Ich warte mal noch kurz. Ich hab's verstanden. Verzeihung. Verzeihung. Sollte sich gleich beruhigt haben. Sieht bestimmt lustig aus. Artscreen hier. Danke. Wunderbar. So. Ich könnte auch eine schnellere Encoder-Voreinstellung nutzen, aber das macht ja auch keinen Sinn, ne? Ich bin ganz froh mit meinem Codierer, dass der auch so gerade vieles aufnimmt, was er aufnehmen soll. Man hätte drauf kommen können, hat das glaube ich auch sogar gesehen, so ein bisschen im Augenwinkel, aber danach zu schauen, da habe ich mich nicht getraut. Und zwar dürfte es gleich kommen, und zwar hier, hier kann man rein. Hier ist das Puzzleteil ganz gemein versteckt. Ganz gemein und böse. Ja, ich würde sagen, wir spielen jetzt einfach weiter, bis ich entweder krepiere oder im Checkpoint oder so. Mal gucken. Wenn ich jetzt krepiere, dann werde ich euch einen Cut setzen. Wenn nicht, dann bis zum Ende. Und da ist der, ist das Krepieren passiert. Also dann, wir sehen uns gleich wieder. Am Ende. Am Ende angekommen, lassen wir das Spiel kurz auslegen. Und dann beenden wir auch dieses Level. Oh man. Ah, aber das Puzzleteil hat man mitnehmen können. Hab's eigentlich auch gesehen, aber irgendwie dann doch nicht mitgenommen, ne? War merkwürdig, aber ist halt so. Ist halt so. Für ein Lorenlevel habe ich mich aber doch ganz gut angestellt. Also gerade für ein spätes Lorenlevel. Am Ende werden wir uns wahrscheinlich dann auch im letzten Part dann wahrscheinlich die ganzen Bonus-Sachen ansehen, die wir freigeschaltet haben. Weil da gibt es ein spezielles Level dann noch. Und dazu können wir uns das dann angucken. In der Schwebe ist das nächste Level. Hoffen wir mal, dass wir uns da nicht wirklich befinden. Hoffen wir mal, dass wir uns da im übertragenen Sinn nicht befinden, ne? Aber mal schauen, ne? Dieser Kaktus am Anfang sieht mir sehr verdächtig aus. Aber wahrscheinlich gehe ich da wieder vom falschen Annahmen. Doch nicht. Doch nicht vom falschen Annahmen aus. Gefällt mir mal, wenn mich mal mein Gedächtnis oder wenn mich mal meine Sachen hier nicht trügen. Ah, es ist so ein Gewichtslevel. Okay, ich verstehe. Ich verstehe alles, sagte er und fiel hinab. Nö, aber das Level an sich verstehe ich trotzdem. Ist ja auch jetzt nicht schwer zu verstehen, ne? Ah, ist bloß ein bisschen gemein auszubalancieren, auszutricksen das Level. Aber an sich sollte auch das gar kein Problem darstellen für unser geschicktes Können. Naja, liegt mehr oder weniger, ne? Wir wissen ja, wie ich mich bisher angestellt habe in diesem Spiel. Und auch hier fällt alles natürlich zusammen. Wo gehört es sich doch für eine Klippe, ne? Dass alles auseinanderfällt. So muss es sein. So kann es ruhig nicht sein. Naja, gut, ne? Hab's gesehen. Kann ich mich nochmal vor dem Checkpoint drücken? Nee, ne? Ich würde sagen, das Puzzleteil holen wir nach, was da unten war. Ist jetzt blöd gelaufen. Aber leider habe ich es zu spät gesehen. Aber da unten wäre ein Puzzleteil gewesen. Ich denke, ihr habt es auch gesehen. Leider nur zu spät. Ist aber auch böse, diese Puzzleteile, die man erst immer sieht, wenn man es eigentlich schon zu spät ist. Finde ich gemein. Es die überhaupt gibt. Vor allem, wenn sie dann damit verbunden sind, dass man kurz danach einen Checkpoint hat. Geht ja nicht. Hätte jetzt meiner Meinung nach nicht gebraucht. Boom. Okay, ich dachte, ich sollte nicht denken, ich sollte spielen. Habe ich ja verstanden, ist okay. Macht mal wieder keinen Sinn, was ich mir dachte, mir zusammengereimt habe. Da oben ist was. Habe ich gesehen. Oh nein. Dieser Bonus. Auch so einer meiner Lieblingsboni, ne? Ihr wisst es doch. Aber wunderbar gelöst. Wunderbar gemeistert, ne? Wenn ich das Level dann nochmal spielen darf, kotzt mich jetzt schon an. Aber ist in Ordnung.
Muss ich jetzt mit leben? Muss ich mit umgehen können? Dass ich nicht umgehen kann. Dass ich ja ganz schöne Flausen im Kopf habe. Eigentlich ja nicht, aber wie sitzt mir welche in den Kopf? Oh, ich habe keine Lust. Ach, gibt es was, wenn wir hier alle Bananen einsammeln? Manchmal ist das so. Manchmal aber auch nicht. Manchmal ist komisch, ne? Aber in diesem Falle war es doch gar nicht so komisch. Gab leider nichts dafür. Hätte aber sein können. Hm, da hinten ist auch nichts, oder? Da drüben. Kommen wir bestimmt hier dann rüber, ne? Hier ist ein Fass, ja. Fass wird uns auch garantiert darüber bringen, aber das will ich jetzt noch gar nicht. Deswegen wollen wir erstmal das N holen. So viel steht fest. Und gibt es hier sonst noch was? Da unten in dem Kaktus was drin? Was unserer Aufmerksamkeit bedarf? Ja. Na wunderbar. Na wunderbar. Ansonsten müssen wir uns einfach hier jetzt über die Hangeleien hochhangeln. Über die Hangeleien, sagt er. Naja. Ihr seht ja selbst, wie es vonstatten geht. Das hätten wir ärgerlich mit dem Puzzleteil am Anfang. Aber auch das sollten wir kriegen. Wenn ich es nicht total vergesse und verpeile, dass es da ist, dann schneide ich es natürlich wunderbar rein. Oh, bringt hier was? Nö. Das bringt nichts Neues am Stissel. Kein Puzzleteil. Kein Puzzleteil für die Pusteblume. Schade aber auch. Schade. Wobei, es ist eigentlich ein entspanntes Level, finde ich. Also, bisher eines der entspannteren mal wieder. Während wir jetzt zuletzt immer mal so ein paar eklige Level hatten, ist das hier wieder eigentlich ganz entspannt dafür. Hm, ich sehe, was zu tun ist, glaube ich. Achso, ja, einfach nur schnell sein, ne? Dann klappt das auch. Einfach nur schnell sein und dann klappt das schon. War jetzt gar nicht so kompliziert, wie es im ersten Anlauf aussah. Auch hier wieder nichts Kompliziertes. Einfach rüberschießen lassen. Einfach rüber. Weil einfach ist, nicht wahr? Letzte Puzzleteil hier werden wir auch noch finden. Also, ja, ich weiß, das vorletzte, weil wir das eine nicht bekommen haben. Aber, naja, nu. Wie kommen wir an das G? Haben wir es jetzt schon verkackt? Ja, haben wir. Na gut, dann nochmal in den Tod. Weil das G nehmen wir natürlich mit. Da haben wir hier aber keine. Da haben wir jetzt aber keine Faxen, du. Das G nehmen wir auch mit. Wäre dumm, wenn ich es nicht täte. Täträtete. Quasi. Nochmal das gleiche Spielchen wie vorhin. Das war fast schief gegangen, aber alles noch geklappt. Alles noch im Rahmen des Vertretbaren. Ah, schieß dich hier hoch. Nimm das hoch. Schieß dich da rein. Ich glaube, man muss die Plattform so ein ganz leichtes Stückchen absenken und dann kam man, glaube ich, drauf, oder? Kann das sein? So gedacht, ne? Ja, ja, das ist so gedacht. Weißt du, wie es gedacht ist? Ich kenne noch meine Pappenheimer von Donkey Kong. Oder von Retro Studios, besser gesagt. Da komme ich doch rein, ne? Oh! Achso, nee, hier ist das letzte. Oh, okay. Auch gut. Haben wir das auch geklärt mit dem letzten, vorletzten Puzzleteil? Und das eine haben wir ja leider verpasst. Das schneide ich rein. Und danach wird der Part beendet. Heute mal wieder pünktlich. Heute mal wieder pünktlich, denn wir essen zeitig. Also dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich, wenn ich das Puzzleteil ergattert habe oder ergattere. Wie immer mit leichten Lags, aber halb so wild, nu. So, ich stehe auf sicherem Boden. Lasse mal kurz alles sich beruhigen hier. Und dann geht es auch gleich ans Eingemachte zum Puzzleteil, würde ich sagen, nicht wahr? Geht es ans Eingemachte. Nicke. Komm wieder klar.
Und dann versuchen wir uns rüber zu schwingen. Und ergattern auch das Puzzleteil ohne Probleme noch hoch zum Checkpoint. Und dann sehen wir uns gleich wieder am Levelende. Und da sind wir auch schon wieder am Ende des Levels angelangt. Wunderbar. Kleine Lex auslaufen lassen. Und dann springen wir gleich ins Pass hinein. Bisher muss ich sagen, bin ich eigentlich, also für diesen Part bin ich doch recht zufrieden mit meiner Leistung. Erste Level für ein Loren-Level ganz gut abgeschlossen. Das zweite Level jetzt auch. Geht schon fit, sage ich mal. Nicht ganz so schlimm wie die Waldwelt bisher. Und ich glaube, die ist auch bedeutend kürzer, die Welt hier. Aber sehen wir uns gleich mal auf der Weltmap an, wie lang die Welt eigentlich noch ist. Wie lange sie noch ist. Ich glaube, die ist aber bedeutend kürzer als die Waldwelt. Bitte noch 1, 2, 3, 4 Level. Plus Boss, plus K-Level. Na gut. Also dann hoffe ich, dass euch dieser Part gefallen hat. Wenn so ist, gebt nämlich nach oben, schreibt gerne einen Kommentar. Und um nichts zu verpassen, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Bis dann, sage ich Schisikowski, euer FlassTV. Bye bye.